Nun stehen wir und warten und gucken uns die Gegend an. So, hier, das ist unser Hotel Schneiderwiesen. Und kann ich später noch ein bisschen was dazu erzählen. Das ist ganz gemütlich hier und die Anfahrt ist echt adventure-mäßig. Oh, ich habe neue enge, hautenge Unterwäsche an. Und es ist echt komisch. Die sind ein bisschen zu eng. Man beachte bitte jetzt die Abfahrt. Das Hotel liegt auf 1400 Meter Höhe. Der Gasthof. Sehr abenteuerlich hier. Heute ist übrigens Samstag. Und jetzt fahren wir eine lange Tour ohne Gepäck. Jetzt geht es erstmal zum Einkaufen und kaufen uns was zum Trinken für unterwegs und dann geht's weiter. Ja, das Hotel ist sehr, sehr schön. Halt wieder deutsch-italienisch geführt. Ne? Mein Zimmer ist recht angenehm und ja, die Auffahrt hier, die ist einmal der Hammer. Also was kann man, ich möchte gerne noch was zum Hotel sagen. Also erst einmal, die Zimmer werden pro Person berechnet. Also heißt quasi, die haben da überall nur Doppelzimmer, glaube ich, und es gibt keine Einzelzimmer. Ein Zimmer kostet, wir haben Halbpension. Also Frühstück und Abendessen. Da gibt es ein Menü. Also sprich, du kriegst eine Vorspeise, eine Hauptspeise und einen Nachtisch. Gestern gab es halt nur noch, wir waren recht spät. Und dann haben sie dann nur noch ein Menü gemacht. Also man hatte angeblich mehrere zur Auswahl. Diesmal gab es halt wie nennt man das? Also ja. Es gibt keinen Namen dafür. Es gibt erstmal einen Salat. Also einen Krautsalat habe ich jetzt nicht. Ich mag Krautsalat nicht. Die anderen haben Krautsalat gegessen. Und danach gab es eine Vorspeise. Das waren Spaghetti in Aioli-Soße. Das heißt, Soße ist es nicht. Also heißt so ein öliger Knoblauchbrühe. Das hat echt gut geschmeckt. Und dann gab es ein Rumpsteak als Hauptspeise mit, Kotelett war das. Sorry, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Und genau, dazu gab es so Kartoffel-Veggies. Wir haben das in der großen Platte serviert und daraus hast du das dann rausgenommen. Und als Nachtisch gab es dann einen Apfelstrudel mit Sahne, falls du das wolltest. Genau, Getränke musst du dann halt aber extra bezahlen. Also es war ganz gut und es kostet halt 43 Euro, ne? Mit Frühstück war auch super. Und dann kannst du auch nur Frühstück oder Vollpension noch mit dem Mittagessen. Das kostet dann 50, glaube ich. Also jeweils halt in einem als Doppelzimmerbelegung. Heißt quasi, du hast ein Zimmer mit einem großen Bett und da schlafen zwei Personen drin. Und wenn du das alleine nutzen willst, dann berechnen die dir den Einzelzimmer-Nutzungszuschlag oder sowas. Das sind dann nochmal 8 Euro. Also ich zahle jetzt quasi 43 plus 8. Das sind 51. Gut, und dann machen wir gleich mal. Also wir sind immer noch auf der Abfahrt vom Hotel runter, ne? Also nur so zur Info.
Dann will ich auch gleich mal was korrigieren von gestern. Da habe ich mich ja ordentlich verrechnet. Dann kann ich mich auch gleich mal wieder degradieren. Auf Reset bekomme ich jetzt. Jetzt bin ich wieder Certified GoPro, trifft Certified Motovlogger Stufe 1. Da habe ich mich ja um mehrere tausend verrechnet. Ich habe wohl gestern die... Ich muss mir nochmal angucken, was ich da gelallt habe. Aber ich habe wohl nur mit einer Zehnerstelle. Ja. Wie nennt man der Zehnerstelle? Mit einer... Wie nennt man das? Also ich habe es nur mal 6 gerechnet, ne? Nicht mal 60. Naja gut, man kann ja einfach 0 dranhängen. Ne? Jetzt zurück. Also sorry, könnt ihr dann nochmal... Nimm mir es denn übel, was das Hirn ist, kompliziert beim Motorfahren sowas zu, Motorradfahren sowas zu machen. Ne? Ich kann das ja selbst reden. Reden und fahren gleichzeitig, das muss schon irgendwie, das braucht ein bisschen Übung. Beziehungsweise denken an andere Sachen. Ja, jetzt zurück zum Hotel. Also heißt, die haben auch eine Webseite, heißt schneiderwiesen.it. Und wie das halt hier so in Südtirol ist, ne? Südtirol ist nicht Italien, sprechen die ja hier Deutsch. Also da kann man dann auch anrufen. Ich meine, so Auslandsgespräche, das kostet ja heute nichts mehr. Das ist ja schon fast Ortstarif. Oder von, sagen wir mal, so teuer wie der Ortstarif vor 10 Jahren oder so. Also ruft da dann einfach an, ihr könnt da die Zimmer reservieren. Wie das jetzt hier so mit Storno-Gebühren ist oder sowas, das weiß ich nicht, das habe ich mich nicht informiert. Das sollte man vielleicht doch mal machen. Aber ja, das hat auch gut geklappt. Die Leute sind hier recht nett. Zum Frühstück gab es dann halt ein hart gekochtes oder weich gekochtes Ei noch, auf Bestellung. Aber das mag ich, die anderen haben das gegessen. Ich hätte gerne ein Rührei gehabt, aber habe mich aber auch nicht getraut zu fragen, ehrlich gesagt. Beziehungsweise, ich habe einfach angenommen, es gibt's nicht und habe dann gar nicht gefragt. Ja, es gab's, dafür gab es auf Bestellung halt einen Kaffee oder halt warme Kakao. Wir fahren jetzt erstmal runter zum Supermarkt. Wie gesagt, kaufen uns ein bisschen Wasser. Und danach geht es Richtung. Ich kann es ja gerade noch mal einzeichnen, wie wir fahren. Das ist noch nicht ganz sicher, aber wir werden wahrscheinlich die westliche Tour einlegen. Heißt jetzt erstmal westlich von dieser Schnellstraße da Autobahn fahren Richtung Gardasee und da ist dann westlich vom Gardasee diese, war das jetzt westlich? Naja gut, ist egal, ich sag jetzt mal nix, ich zeichne es euch mal ein, dann da ist die Brasa-Schlucht und da fahren wir dann hin und dann heutige Tour ist halt ordentlich, wir haben heute, das sind 360 Kilometer, das werden wir nicht ganz fahren. Mal gucken, wie wir es machen. Weil gestern sind wir ja nur, ich glaube, 300 oder so gefahren. Und habt ihr gesehen, wie lange wir unterwegs waren. So, das ist natürlich hier die gute Strecke, die man hochfahren kann. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Also hier die Straße ist sehr gut. Wir sind gestern die etwas nicht bekömmliche Straße, also nicht für Auto bekömmliche Straßen hochgefahren. Ah, hier, guck mal, wie flach das ist. Da unten. Schade, dass hier so viele Bäumchen sind.
erstmal wieder lüften, es wird langsam wieder warm. Oh ja, es wird richtig warm jetzt. Und das war echt ein Heidenspaß nochmal. Also das war nochmal der Abschluss der Fahrkonzentration. Ihr müsst euch sowas vorstellen hier. Die Straße war nur halb so breit und ordentlich und mit etlichen Schlaglöchern versehen. Hat echt Spaß gemacht, also obwohl die Straße so scheiße war, wirklich. Da hattest du halt die Strecke für dich allein und du konntest da hochpesen. War richtig gut, hast du einiges dazugelernt, so mit schnell anbremsen, Kurve einlenken, rausbeschleunigen, so. Das hat richtig Übungen gegeben.